Einen schönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heute etwas anders startenden Devisenradar, denn wir haben hier einen kleinen Login-Bug gehabt, wohl oder übel. Deswegen starten wir heute mal mit einer direkten Sendung auf dem JFD-Desktop. Hier haben wir die Möglichkeit, untertags immer wieder uns live, Viva Live Trading TV-Widget einzuklinken. Und genau das nutzen wir auch heute, um zum Wochenauftakt mal die Rainbow-Beschau vorzunehmen. Hier aus Intraday-Gesichtspunkten im M15 der diversen Währungspaare, 14 Stück an der Zahl inklusive Gold, um sozusagen mal hier einen Überblick zu erhalten, wie denn hier die Rainbow, also Trend-Intraday-Tendenzen ausschauen. Und wenn wir hier sehen in der Beschau, dann fallen einige Rainbows auf, die sich mehr oder weniger in Struktur befinden. Und das ist insbesondere der Euro-Yen, Schweizer Franken-Yen, der auch hier sozusagen in Struktur sich befindet. US-Dollar-Yen zieht hier schon nach oben raus. Das ist weniger schön. Also insofern kann man so eine kleine Abgrenzung an den Währungspaaren vornehmen, die hier überhaupt erst in Frage kommen. Euro-Britisch Pfund zum Beispiel auch auf der Short-Seite interessant. Den hatten wir am Freitag auch schon im JFD-Devisenradar unter die Lupe genommen, setzt jetzt hier auch weiter zurück. Gold auch am Freitag schon im Fokus, hier interessant, gerade am Ausbruchsversuch. Und insofern ist es das, was wir uns jetzt mal anschauen wollen. Neben den Yen-Pairs, die hier nicht ganz so stimmig sind, weil wie eben schon gesagt, Schweizer Franken, Yen, Euro-Yen, jawohl, das sieht noch bärisch aus, aber zieht nach oben raus. US-Dollar-Yen ist schon drüber, Britisch Pfund-Yen hat hier auch schon den Rainbow nach oben gecrossed sozusagen. Und wie schon eben angedeutet, Euro, Britisch Pfund und Gold sehen hier strukturell in Ordnung aus. Deswegen fangen wir kurz mit dem Euro gegenüber dem britischen Pfund an, machen das Bild groß. Sehen wir hier die Rainbow-Struktur, einerseits positiv noch hier bis zur Mitte des September. Und jetzt kippt das Bild so ein Stück weit bärisch. Und jetzt verwandeln wir den Chart mal in einen Analysechart. Und da sehen wir hier auch das Ganze nochmal weiter aufgedröselt. Die Asia-Range heute 21 Pips, negatives Momentum. Das Paar ist interessanterweise vom Vortagestief, also hier vom Freitag, hier ist die Sonntagseröffnung zu sehen, hier vom Freitag nach oben abgeprallt. Und das wird jetzt mal ganz interessant zu beobachten sein, was das Währungspaar denn jetzt hier macht. Also kann nämlich dazu kommen, dass wir hier diese laufende Erholung wieder unterhalb des heutigen Tageshochs beziehungsweise der Asia-Range, also ein kleiner Widerstand hier bei 0,7282, der nächste bei 0,7284, aktuell auch erst 23 Pips gelaufen, also da ist heute noch das Doppelte drin. Im Schnitt bewegen wir uns knapp 50 Pips, also dürfte hier noch ein Stück weit was nach oben kommen. Letztlich, wenn das Paar hier in Kürze diese Erholung abbricht, dann achten Sie darauf, wenn ein neues Tagestief generiert wird, stehen die Chancen gut, dass das Währungspaar weiter nach unten abtropft und rein von der Average True Range 0,7230 etwa ansteuert, Schrägstrich im Ausdehnungsfall sogar 0,7214 ins Visier nimmt. Gegenteil der Fall, wenn wir nach oben rausziehen, neues Tageshoch, Asia Range nach oben aufgelöst wird, dann könnte der Rainbow hier im M15 auch so einen Spin nach oben erfahren, wie wir das bei den ein oder anderen Yen-Pair gerade gesehen haben. Das wäre dann hier oberhalb des Pivot Points von heute dann zum Beispiel dann auch der Fall, wenn wir hier uns eben über das Level von 0,7292 erheben, dann bestünde rein technisches Potenzial bis 0,7317 etwa. Gut, das wäre hier zum Euro gegenüber dem britischen Pfund zu sagen. Also die Marken lassen sich relativ gut eingrenzen und insofern kann man da schon mal mitarbeiten. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal den Wochentag dazu ziehen, um sozusagen das Ganze noch ein Stück weit aufzudrödeln, sehen wir hier am Montag, ja, eine Pattsituation. Das gibt uns nun wirklich nicht gerade eine Indikation dafür, wohin jetzt hier statistisch der Wochentag geht. Das heißt, hier ist das Ganze sehr ausgeglichen. Insofern halten wir uns einfach an den Preisschart und der sagt uns hier jeweils, ein Ausbruch könnte hier im Sinne eines Breakout-Momentum-Moves dann hier an Fahrt gewinnen. Die aktuelle Range, wir sind genau mittendrin, sind auch aktuell genau am Opening Price, ist wie gesagt sehr, sehr interessant, insofern, dass sich hier noch Potenzial für den laufenden Tag ergibt. Wie sieht das bei Gold aus? Goldpreis ja am Freitag mit einem schönen Ausbruchsmomentum, nicht nur seit Freitag, wir sehen auch hier die Bewegung der letzten Tage. Freitag dann insbesondere nochmal einen schönen Drive bekommen. Jetzt konsolidieren wir seitwärts, aber wir sehen hier einen sehr, sehr sauber gefächerten Rainbow, eine sehr, sehr saubere Struktur. Insofern auch hier nochmal die Rahmendaten abgeklopft. Und da sehen wir jetzt hier die genauere Eingrenzung. Asia Range 3,84 $. Da sind wir auch noch drin. Wir sehen hier aktuell 3,79 $ in der heutigen Range gelaufen.
Das bedeutet, dass wir noch einiges an Potenzial haben. Also Gold verspricht auch heute hier noch Bewegungsdynamik. Und das könnte sich ähnlich wie beim Euro gegenüber dem britischen Pfund in die entsprechende Ausbruchsrichtung auflösen, wenn denn der Goldpreis hier dann entsprechend Drive erfährt. Wir haben hier das Pivot-Level auf der Unterseite. Heute hier auch die Unterseite der Asia-Range, also insofern ein tatsächliches Support-Level im Bereich 1136 Dollar. Darauf ist zu achten, dieses Niveau hier. Wenn wir da runtergehen, dann Gefahr in Richtung einer Korrekturbewegung bis zum Vortagestief. Schrägstrich auch dann hier im Sinne der Average True Range in oder bis zum Bereich von 1128 Dollar. Aber das Momentum ist positiv. Wir haben hier das Vortageshoch bei 1141,70 direkt vorausliegen. Und das soll heißen 1141,75, um genau zu sein. Wenn der Preis hierüber sich erhebt, dann haben wir hier natürlich ein prozyklisches Signal im Sinne des positiven Momentums für einen Auftrieb bis zur Average True Range 1147- bis zum Level von 1150 Dollar. Und wer sich an die größere Goldanalyse vom Freitag erinnert, der wird wissen, dass wir das eigentliche Widerstandslevel hier erst bei 1165 Dollar haben, also hier durchaus noch Spielraum auf der Oberseite und das lässt einen doch ganz freudig in den Montag blicken. Einzig der Wochentag hier mit nur 39% positiver Schlusspreise. Bärisch in Anführungszeichen. Freitag war wieder ein bullischer Tag. Da wurde wieder einer draufgesetzt auf die gute Karte. Da sind wir hier jetzt am Freitag 53%, jetzt sind es 54% positiver Schlusspreise tatsächlich damit gelaufen. Die anderen schwachen Tage, ja, rechtfertigen sich natürlich aufgrund der übergeordneten Abwärtstendenz. Das muss natürlich nicht so bleiben. Das sind variable Zahlen. Das heißt, hier kann natürlich, je nachdem, wenn sich hier das Momentum wieder positiv auffächert, etwas tun. Aber es sagt uns zumindest, während der letzten 52 Wochen war der Montag mit 39% und insbesondere der Donnerstag mit nur 35% positiver Schlusspreise ganz klar hier als Bärentag zu klassifizieren. Insofern mal abwarten, was heute passiert. Das Momentum, der Ausbruch vom Freitag verspricht eigentlich weiter steigende Preise. Deswegen achten Sie auf die Range. Oberhalb des Pivot-Levels alles gut über 1136. Konsolidierung könnten hier zum Abfischen genutzt werden. Geht der Preis hingegen hier über das heutige Tageshoch hinaus, 1140 ist auch die Round Number, wäre sogar dann ein Stück weit noch drüber, also oberhalb von 1140 Dollar, wäre hier dann mitsamt Ausbruch über das Vortageshoch rasch eine weitere Performance Richtung Norden möglich. Was da passiert, werden wir begutachten, abwarten. Gegebenenfalls schalten wir uns später auch hier direkt nochmal live. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein, wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und bis bald, Ihr Christian Kämmerer. Und tschüss.